and doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what. Hallo, herzlich willkommen zum Blockhop Stempel Paradies in Friends. Mein Name ist Karin von Stempelpünktchen und heute haben wir das Thema In Colors und ich habe da diese Geschenktüten gebastelt. Die haben hier so einen besonders geformten Boden. Man kennt den von manchen Tüten. Und ja, ich habe die entdeckt eigentlich bei Ilonas Stempelhaus. Sie hat die gebastelt und ich fand die total nett, aber sie hatte die in größer und also ihre waren breiter und weniger hoch in Relation und ich dachte mir, ich rechne die auf kleiner um und verwende eben das neue InColor Designer Papier, um die hier gemeinsam mit dem InColor Farbkarton zu basteln. Naja. Und ja, ich hätte gesagt, wir starten einfach los. Die sind eigentlich nicht so schwierig zu basteln und ich habe schon mal zugeschnitten das Designerpapier. Und zwar muss ich sagen, es geht sich leider nämlich nicht mit einem Bogen aus. Deshalb habe ich zwei Stücke hier und muss da stückeln. Das erste Stück hier hat 8 x 12,5 cm. Das zweite Stück hier hat 8 x 9 cm. Und das ist jetzt übrigens Pfirsichcreme, die InColor. Das hier ist Petunien Pink. Und das hier ist gerade meine Lieblings-InColor und zwar Südseesommer. Genau. Und wir fangen jetzt einmal an mit dem Designerpapier mit 8 x 12,5 cm, denn da wird jetzt gefalzt an der langen Seite und zwar bei 8,5 cm, dann bei 9 cm, bei 10 cm, bei 11 cm und bei 11,5 cm. Genau. So, ich lasse das Schneidbrett hier, weil ich werde es gleich wieder brauchen. An der letzten Falzlinie knicken wir hier jetzt kurz mal um, damit wir sie besser sehen. Denn das ist jetzt unsere Klebelasche. Und in dem Fall werde ich die jetzt gar nicht anschrägen, damit wir ja nicht schief kommen und ja das zweite Stück, das Verlängerungsstück, gerade drauf kleben. Ich gehe jetzt also her, gebe da Flüssigkleber auf diese 1 cm Lasche und klebe dann das Stück Designerpapier, das zweite mit den Maßen 8 x 9 cm, schön an die Falzlinie und so, dass es eben gerade ist und oben und unten nichts mehr vom Designerpapier, von der Klebelasche rausschaut. Dann gehe ich her und lege das Stück, das zusammengeklebte Stück, bei 1 cm an der kurzen Seite an. Und falze hier einmal und drehe es um 180 Grad, lege es nochmal bei 1 cm an und falze auch hier nochmal. So, und das werdet ihr jetzt dann kaum erkennen, aber wir legen jetzt an der kurzen Seite nochmal bei 2 cm an und falzen hier jetzt genau zwischen diesen zwei Falzlinien über diese mittlere Falzlinie hier drüber. Also in der Mitte habt ihr
also die Klebenaht sozusagen, die Schnittkante. Dann habt ihr einen halben Zentimeter eine Falzlinie, einen Zentimeter eine Falzlinie, noch einen Zentimeter eine Falzlinie und dann wieder einen halben Zentimeter. Und genau diese zwei 1 cm Abschnitte, da falzen wir zwischen auf diesen beiden 1 cm Abschnitten. Also bei 2 cm anlegen und genau da in diesem Bereich falzen, um 180 Grad drehen, wieder bei 2 cm anlegen und auch hier wieder falzen. Sieht dann, so, ich schaue gerade, ob man es halbwegs erkennen kann. Ich glaube, jetzt geht's. Also hier ist eine Falzlinie und hier ist eine Falzlinie. Ich drehe es um, ob man es hier besser erkennt, auch nicht. Okay, genau. Also, eben. Ich hoffe, ich habe es gut genug erklärt, auch wenn man es nicht so gut sehen kann. Gut, dann brauchen wir noch ein Stück Farbkarton in Pfirsichcreme. Das hat jetzt die Maße 5 x 8 cm und das wird jetzt mal an der kurzen Seite bei 1 cm gefalzt und dann lege ich es an der langen Seite an und dann falze ich nur diese 1 cm Lasche von beiden Seiten bei 1 cm. Das hilft uns dann etwas beim Falten später. Gut, dann kann ich hier schon mal mit dem Falzbein die Falzlinie nachziehen. Und auch hier mache ich das jetzt. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Die Falzlinie, die wir eh schon vorher geknickt hatten, damit wir sie besser sehen, wo wir das Stück angeklebt haben, die ziehe ich mal nach und am anderen Ende der vielen Falzlinien die äußere genauso. Die nächste, also nach dem halben Zentimeter, die gehe ich her und falte ich jetzt gegengleich. Also so und das auch wieder von der zweiten Seite. Jetzt aber. Genau, und auch die mittlere Falzlinie hier, die wird auch so in eigentlich die verkehrte Richtung gefalten, also so lang. Das heißt, im Endeffekt kann man das Ganze dann so zusammenklappen an der mittleren Falzlinie und dann sieht das so aus. Und ja, es ist Absicht, dass hier einen halben Zentimeter das eine Stück länger ist als das andere. Das ist unsere Rückseite, das kürzere Teil ist unsere Vorderseite. Dann gehen wir jetzt her und ja, hier schräge ich die Klebelasche schon etwas ab und nehme dann Flüssigkleber, gebe hier auf diese Klebelasche Kleber drauf und klebe das hier jetzt eben an die Rückseite, also auf das längere Stück. Auf der Innenseite so an. Ich will es auf jeden Fall auf der Innenseite ankleben, damit man es, weil sonst würde man von hinten bei der Tüte dann die Klebelasche hier sehen. Das wäre nicht so schön, finde ich. Und ja, schaut, dass ihr das hier schön ausrichtet, auch rechts und links. Und ja, dann haben wir das mal soweit fertig. Dann brauchen wir ein Lineal und ihr könnt entweder einen Bleistift nehmen oder ich nehme jetzt den Falzstift und ich messe mir hier am Eck von oben
sozusagen, oder von hier jetzt rechts aus gesehen, vom Papierrand 1 cm nach innen. Mache eine Markierung und auch in die andere Richtung am Eck mache ich bei 1 cm eine Markierung. Und ich verbinde die beiden Markierungen hier mit einer Falzlinie. Selbiges beim zweiten Eck hier, also ich mache mir hier so kleine Dreieckchen sozusagen mit den Falzlinien. Am anderen Eck sozusagen auch die Falzlinie ziehen. Und wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich her, sieht also jetzt so aus, und schneide entlang dieser Falzlinie, das ist eigentlich nur eine Markierungslinie auch, eine Orientierungslinie, und da schneide ich jetzt entlang die Ecken weg. Wie gesagt, ihr könnt das auch mit Bleistift markieren, denn ihr schneidet da ja dann eh entlang und es ist innen, da könnt ihr dann auch noch etwas wegradieren, wenn ihr glaubt, dass es euch stört. Gut, so, jetzt brauchen wir im nächsten Schritt Abreißklebeband. Und das kleben wir jetzt von der ersten, also hier habe ich die Deckellasche, und von der ersten dieser vielen Falzlinien, nicht über die Klebelasche hier, die die beiden Stücke verbindet, aber von der ersten Falzlinie weg entlang, innerhalb dem 1 cm der Falzlinie, die hier vom Rand weg verläuft, Abreißklebeband auf. Und dasselbe mache ich auch auf der anderen Seite. Genau. So. Dann löse ich hier mal ein bisschen das Ganze ab. Also die Schutzfolie. Ich brauche längere Fingernägel. Okay. Und jetzt gehe ich her, eigentlich so viel will ich es gar nicht ablösen. Nur so bis zur Falzlinie ist am besten. Und jetzt gehe ich her und gebe hier auf diese 0,5 cm, auf diesen Abschnitt mal Kleber drauf und klebe das Ganze hier so flach an. Also mit dem Falzbein auch mal drüber gehen und dann klappe ich hier gegen und dann sieht das Ganze eben so aus. Dann gebe ich auch hier auf die zweite halb Zentimeter, auf den zweiten Abschnitt, hier Kleber. Dann ziehe ich die beiden Laschen hier ab und jetzt müsst ihr aufpassen, was ihr macht. Und zwar bei der mittleren dieser Falzlinien, da geht ihr her und bis dorthin quasi drückt ihr es einmal so an und dann muss es gegengesteuert werden, sodass hier innen sozusagen so ein Zickzackmuster entsteht und dann so zwei gleich lange Abschnitte sind und das Ganze nehmt ihr dann, richtet dann mit den Seiten aus und drückt es flach hier einmal an. Also sieht jetzt eben so aus. Und auch hier über diesen Bereich, wo im Innenbereich der halbe Zentimeter ist, wo ich auch Kleber so quer drüber gegeben habe, gehe ich nochmal mit dem Falzbein drüber. Und jetzt kann ich hier etwas aufklappen, sodass ich diese Fläche hier, das wird unser Boden, sehen kann. Und dann nehme ich nochmal zwei kleine Stücke Abreißklebeband und klebe die hier im Außenbereich so an, auf beiden Seiten.
Dann ziehe ich auch hier die Schutzfolie ab und dann drücke ich das Ganze hier nochmal zusammen. Okay, jetzt nehme ich das Falzbein und fahre hier so in die Tüte. Und dann fange ich an, das Ganze auseinander zu biegen, indem ich das Falzbein einfach etwas drehe. Und das mache ich einfach so weit es geht, auch hier zum Rand dieser Klebelaschen und dieser Falzlinien und Klebelaschen gleichzeitig eigentlich. Und die kann ich jetzt auch noch ein bisschen in die eine und in die andere Richtung biegen, zwecks optischen Effekt. Deshalb haben wir hier auch die Klebelasche des Farbkartons noch etwas mitgefalzt. Und ja, genau. Also dann kann ich eben hier den Boden nach und nach rausdrücken. Seht ihr das? Und ja, das muss jetzt nicht perfekt gleichmäßig rausgedrückt sein, aber das reicht schon so. Und so habe ich schon die Form der Tüte. Jetzt verschließe ich das Ganze noch mit einem Magneten. Also mich persönlich stört das jetzt nicht, dass man den hier dann sieht. Man könnte ihn natürlich auch innen in der Tüte anbringen. Aber wie gesagt, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Es ist sowieso, ich habe hier ganz kleine Magnete, die haben nur einen Durchmesser von, ich denke, 6 mm. Und da klebe ich einfach das Paar einmal auf den Deckel, dann ziehe ich beim zweiten auch den Magneten ab und drücke das hier einmal so zu und habe dann auch schon den Deckel verschlossen und kann dann mit dem Magneten öffnen und wieder schließen. Genau, so, was brauchen wir jetzt noch? Ich habe diese Stanzform hier für das Etikett ausgewählt. Die Stanzform stammt aus den Stanzformen Liebe über alles aus dem neuen Jahreskatalog, der ab Mai gültig ist jetzt dann. Und ja, das sind die vielen, vielen Stanzformen aus diesem Stanzformen-Set. Und eben auch diese hier. Und die hat was ganz Besonderes. Und zwar, man stanzt sowohl einen Teil, diesen Rand aus diesen gewellten, als auch einen Teil, den Innenteil. Und wenn man dann mit zwei Farbkartonstücken zweimal, also je einmal stanzt, dann kann man sich Etiketten aus verschiedenen farbigen Teilen zusammensetzen. Ich habe jetzt eben einmal mit Pfirsichgelb durchgestanzt und den Rand hier möchte ich verwenden und dann habe ich eben das Innenleben in Grundweiß. Und da stemple ich jetzt Danke. Dieser Spruch ist aus dem Stempelset in Kauflaune. Einfach in Memento, also in Schwarz, einmal hier auf dieses Etikett. So, und jetzt muss natürlich der Rahmen auch irgendwie drumherum halten. Und deshalb nehme ich einfach so ein Reststück Farbkarton in Grundweiß und schneide mir hier einen schmalen Streifen, der ist so circa 3 mm breit, ab. Und nochmal einen zweiten. Von der Länge her sollte halt er halt nicht wirklich größer sein als das weiße Etikett. Das passt ziemlich gut gerade bei mir zufällig. Das war wirklich irgendein Reststreifen, den ich da ausgewählt habe. Und jetzt gehe ich einfach her, lege das jetzt so umgedreht und richtig positioniert auf meine Unterlage und dann gebe ich etwas Flüssigkleber hier
auf diesen kleinen weißen Streifen und klebe den genau auf den Übergang zwischen dem Rahmen und dem Etikett, dem weißen, wo der Spruch drauf ist. Dasselbe wiederhole ich jetzt mit meinem zweiten kleinen weißen Streifen auf der gegenüberliegenden Seite. Und dann habe ich mein zusammengestelltes Etikett fertig. Dann nehme ich mir einfach noch... Ah ne, ich brauche ja gar keine Dimensionals. Ich habe beschlossen, ich klebe das direkt auf. Ich gebe einfach hier am oberen Rand des Etiketts auf der Rückseite so 1 cm, vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, wie es euch besser gefällt. Flüssigkleber hier drauf, positioniere mir das Ganze mittig hier, schaut, dass es möglichst gerade drauf sitzt, aber eben unten überstehend auf die Verschlusslasche, und so haben wir noch einen netten Effekt hier mit dem Etikett. Und dann nehme ich noch die sanft schimmernden Schmucksteine in den neuen In-Colors. Und wartet, was für eine Farbe nehmen wir hier jetzt? Ich glaube, da will ich Petunien Pink verwenden. Nehme mir hier einen der kleinen Schmucksteine und setze den hier oben auf das weiße kleine Etikett und dann hier in die linke Ecke noch einen großen und einen kleinen Schmuckstein, und fertig ist unsere Tüte. Genau, ich hoffe, mein Video hat euch wieder gefallen. Vergesst nicht noch bei den anderen Teilnehmern des YouTube-Hops vorbeizuhüpfen und deren Projekte zum Thema InColor noch anzuschauen. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch und bis zum nächsten YouTube-Hop in einem Monat dann. Bis dann, tschüss!